Wurden Bettwanzen als russisches Propagandamittel genutzt? Schauen wir kurz zurück. In Frankreich war im vergangenen Sommer eine regelrechte Hysterie ausgebrochen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kinositzen und an anderen Orten hatten Menschen verstärkt Bettwanzen gefunden. Experten für Cybersicherheit und französische Behörden sind sich jetzt aber sicher, die Bettwanzenhysterie soll gezielt von Russland geschürt worden sein. Das Land sei Opfer einer russischen Destabilisierungsstrategie geworden. Vor allem in den sozialen Netzwerken gegen Fotos und Videos viral. Sie sollen aber eine gezielt aus dem Kreml oder von kremlnahen Konten organisierte und gesteuerte Kommunikationskampagne gewesen sein, sagt Frankreichs Europaminister Jean-Noël Baron. Das Ziel sei klar, ein europäisches Land, in dem Fall Frankreich und sein Tourismus, sollten gezielt verunsichert werden.